Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Fort Hagen, Hagen, wie auch immer, entdeckt und wir sind aber jetzt nicht vor Fort Hagen, weil ich habe mich entschlossen, ein paar Sachen, ja, nebenquestmäßig hier zu machen. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, dass wir schon mal hier waren. Das ist nämlich der Ort, wo ganz viele Raider auf so einem Schiffswrack waren und da wurden wir brutal zerstört. Das wollen wir in diesem Part mal ändern. Ich weiß, ich jetzt glaube ich nicht, ob ich irgendwas offscreen gemacht habe. Ich glaube, ich habe wieder so einen Müll eingelagert und all sowas. Aber sonst glaube ich nicht. Doch, Mann, echt. Ein legendärer Raider, ehrlich? Ich habe Valentine mal nach Hause geschickt, weil ich habe keine Ahnung. Wir versuchen erstmal hier die Typen zu erledigen. Aber das hat nämlich nochmal Schaden. Versuchen erstmal hier aus der Ferne alles zu erledigen. Ja, ich habe keine Dings mehr. HP. Wir sind ja schon mal da hingegangen und haben versucht, die Raider kaputt zu hauen, aber dann kam irgendeiner mit einer Power-Rüstung an und wirkt so ein Gitter auf dem Kopf. Und dann wurde es ja nicht so schön. Dafür ist jetzt hier ein legendärer Typ am Rumleiern. Super. Ich wahrscheinlich auch wieder hoch rein kann, ne? Ja. Ich wollte das Schiff hier erledigen. Das mache ich jetzt auch. Ach Mann. Wo ist der eine hier? So, der ist weg schon mal. Mal ein bisschen näher ran, damit ich auch Granaten und so werfen kann. Wenn überhaupt hier hoch. Ist ein falscher Knopf. Habe ich keine Granate ausgerüstet? Nee. Was ist das? Ist allein gegangen, super. Raider Ödländer hat. Den gar keinen Schaden. Komm schon, triff irgendwas. Nö. Aber ich bin gleich tot, sehe ich gerade. Den Granaten zu treffen ist irgendwie nicht gut. Ich will noch für Waffen. So war mit der hier. Was hat meine Hand, was der aushält? Lass mich nicht wieder hier stundenlang kämpfen, nur damit ich verrecke. Bis nach hier da. Oh, wie schnell ich hier kaputt gehe, ne? Warte mal, ich habe eine Idee. Wo ist das? Natürlich ist er mutiert. Und sind immer sowieso nie. Oh. So, den haben wir schon mal. Boah, der ist welche wahrscheinlich nie erreichen aus der Entfernung. Aber man kann es aber versuchen. Toll für 80 ist gar nicht so schlecht. Hallöchen, na? Kannst du den anderen mal erschießen, bitte? Na, dann möchte ich mal gucken, ob. Man passt den Pelz. Ich habe ja genug im Moment. So, Splittergranate. Ich gehe ja nicht runter, kannst du vergessen. Was ist das? Ja, hat's auch voll gemacht. Wer da kann sich hochheilen? Ich meine, ernsthaft, wenn er sich hochheilen kann, ne? Der heilt sich hoch.
Da bin ich jetzt nicht so nett. Die hat mit den Gegnern machen. Komm. Bitte nur einmal rein, bitte. Oh nein. Oh, heil ich bitte nicht hoch. Ich warte jetzt hier erstmal, bis ich mich hochgeheilt habe. Ein bisschen. Hi, na? Uff. Wer gesagt? Jetzt landet er unter im Wasser. Wie soll ich denn da den seine Dings bekommen, seine Rüstung und so. So, ich glaube aber nicht, dass da unten alles tot ist, deswegen gehen wir mal gucken. Da war ja irgendwo noch ein Hund. Was ist mit dem überhaupt passiert? Warte mal, hier habe ich doch jemanden mit Minen kaputt gehauen. Ist eine Mini-Atombombe? Ja. Okay. Na toll, den einen kann ich schon mal vergessen. Da lagen nämlich, der war im Wasser. Hm. Oh, ich glaube, das war eine, egal. Kann ich hier theoretisch auch eine Dings machen, eine Basis? Ist auf den ersten Blick, glaube ich, gar nicht angezeigt. Jetzt auch, dem ich hier Dinges benutzt hatte. War das nämlich. So, ich speichere mal hier. Hm, toll Rüstung. Toll, der Pisser ist jetzt da irgendwo am Absippeln. Wie gesagt. Schöner Himmel. Mann, wo ist er? Wo ist er denn abgesüppelt? Hier ungefähr, ne? Boah. Ja. Wieder zwei Tor so. So, ich gehe jetzt erstmal. Einfach alles mitgenommen, so. Raider Power Helm, ja super. Und schon sind meine ganzen Sachen hier wieder haben. Weiß nicht, mein Inventar ist schon wieder voll. Wo ist das Ding? So ein Käfernetz oder so? Ja, ich habe schon. Scharfschützengewehr brauche ich nicht. Wir sind halt Käferdingen gewesen. Irgendwas mit Käfernetz stand oder? Hab da alles mitgenommen, oder? Käfiggerüst, ah. Na, das kann ich sogar anziehen, glaube ich. Aber er ist schwächer. So. Ich muss direkt wieder alles ins Wasser. Oh. Wie ich dachte. So, jetzt kann man sich ein bisschen umschauen. Gefährlicheres wird ja wohl nicht hier rumlaufen. Mmh, lecker. Ach so, kommt man offiziell rein. Warte mal. Kampfgewehr.
Cool. Neue Waffe. Fahren wir damit herum. So, ist halt allerdings besser, was ich gefunden habe. Nö. Wo ist dieser Hund? Ich habe hier irgendwo einen Hund gesehen, habe ich noch nicht erledigt. Warte mal, da glaube ich irgendwo eine Tür. Ich weiß, ich werde hier voll gesidetrackt, aber das soll doch der Sinn dieser Folge sein. Ich weiß, was ich hier finden kann. Müll nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Warte mal, ja. Überlebensführer. Also. Plus 50% Heilung durch Früchte und Gemüse. Ja. Wenn ich jetzt nur Früchte und Gemüse essen und trinken würde, dann wäre es sogar noch besser. Ja, allein schon wegen der Zeitschrift war das hier gut. Und das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste hier, ne? Wenn ich schon eine Zeitschrift gefunden habe, dann glaube ich nicht, dass ich nur irgendwo noch eine Wackelpuppe oder irgendwie sowas finde. Aber man weiß ja nicht. Außerdem bin ich ganz kurz von Level ab. Fällt mir gerade nur ein. Nur ich kann keine Punkte verballern, weil die meisten Sachen, die ich aufleveln will, sind erst so ab Level 18 auf Level war. Deswegen muss ich ein bisschen sparen. Oh, hier ist ein Panzer-Jeep, irgendwie sowas. Was haben wir denn hier? Kaliber 50, oh. Das waren Waffen, die ich aufgenommen habe, ne? Da bin ich mal blöd, warum, wenn diese Dinger so vorne stehen, dann weiß man nicht, ob das irgendwie eine Rüstung ist oder so. Bin ich ein bisschen doof gemacht. Also 50 Kaliber Dinger, das waren für so super Scharfschützengewehre in Fallout New Vegas. Wie schön. Und Fusionskern. Für die Powerrüstung, die ich nie benutze. Naja, hoffentlich gibt es wieder so eine geile Scharfschützenknarre. Das war irgendwie so wie ein Raketenwerfer in Scharfschützenform. Ist richtig gebracht. Ja, steht noch nicht mal abgeschlossen. Das verstehe ich nicht. Ich habe doch hier alles erkundet. Oder wann steht da abgeschlossen? Das verwirrt mich dann nur noch mehr. Meine Hand. Ich denke, dann hier ist immer noch irgendwas Wichtiges. Ja. Wahrscheinlich. Na gut, dann. Was ist denn noch hier in der Nähe? Die CIT-Ruine, da waren noch diese ganzen Supermutanten und Sins, ne? Warte mal, was ist das denn? Polymer Labs. Gehen wir doch mal da ein. Erkunden wir erstmal hier alles. Das war schon einige Sachen, die ich erkundet habe, die ich vielleicht erkunden sollte, aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich alles in der Umgebung hier abstöbern. Mach den Dreck aus. So, da ist, glaube ich, der Eingang von Diamond City irgendwo. Also mag ich es einfach so random hier durch die Gegend zu rennen. Das ist irgendwie die Hälfte von Bethesda-Spielen. Und da war irgendwas, irgendjemand. Na, ah, da war nix. Ach ja, hier sind wir aber ursprünglich lang gegangen. Da war die Vault, genau. Wir sagen ja nicht, dass von Raider nur irgendwie sowas bewacht.
ist was von Raidern oder so überwacht. Dreck. Immer so ruhige Orte erkunden. Oh mein Gott. Cool. Hi, na? Au! 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 Der denkt sich auch nur, oder die, weiß ich nicht, der, ja. Sah aus, als hätte er Brüste für einen Moment. Das geht so, Leute. Schon wieder gegen Raider, muss ich ja kämpfen. Yeah! Okay, das Gewehr gefällt mir. Ich weiß, das wäre so ein Dingens. Wie heißt das? Schrotflinte. Ich kann es auch nur übertreiben mit diesen Dingern, ne? Was war das denn für eine Explosion? Alter, hört mal auf damit! Wie soll ich denn da näher kommen? Einer wirft hier nur mit Granaten, habe ich das Gefühl. Nicht irgendwie da hoch. So. Aber du sag mir nicht, du bist der, der die ganze Zeit Granaten wirft. Level 16 erreicht. Sehr gut. Und alle sind erledigt, glaube ich. Hm. Ich wollte eigentlich nicht da rein. Ich wollte Dings anmachen. Hangman's Alley. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber okay. Du hast die ganze Zeit mit Dings geworfen, ne? Du kannst jetzt die Werkstatt von Hangman's Alley benutzen. Okay, das heißt, hier kann man jetzt auch hin. Das ist schon mal beruhigend. Also wir haben mal irgendwas hier gefunden, was nützlich ist. Was haben wir jetzt mal? Ja, hier ist eine Werkstatt. Ah, okay. Hm. Da. Okay, cool. Hm. Dann bin ich jetzt auch bestimmt gut ausgeruht, wenn ich erpenne, ne? Ja. Das ist sehr schön. Ja, für solche kleinen Sachen ist doch schon gut, hier hinzukommen. Okay. Okay. Wenn man nur die ganzen Leichen hier ein bisschen entfernt, dann sieht er da doch hier ganz schön lebbar aus, wohnbar und so weiter. Dann kann man nicht von da aus irgendwie doch ja auch noch aufschließen. Uah. Geschafft. Das heißt auch, hier können wahrscheinlich keine Gegner mehr spawnen für eine Weile. Oder für immer. Da ich ja jetzt hier wohne. Okay. Nächster Ort. Wenn hier noch was ist, dann werde ich da wahrscheinlich irgendwann nachgucken. Weil ist ja jetzt meins. Wie kommt man da oben aber hin? Sieht so aus, als könnte man da oben noch irgendwo hin. Da sind doch diese Dinger. Schon alleine der Gedanke, dass hier irgendwelche Leute leben können. Macht das doch schon ein bisschen besser. Okay, weiter im Text. Speichern, weiter im Text. Gucken wir uns weiter um.
Haben wir noch hier alles in der Nähe. Wir schon irgendwas finden. Da ist die Wall, da wollen wir noch nicht hin. Weil Walls sind gefährlich. Oder wenn ihr Kohle wahrscheinlich, ne? Wegen Tunnel. Oder auch nicht. Dann haben wir noch irgendein Gebäude. Gucken wir da mal nach. Hi, na. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo eine Falle. Fleisch und Boden. Warum kann ich nicht durch Fleisch irgendwie mehr bekommen? Fleisch esse ich wahrscheinlich in dem Spiel. Wow, Tech. Ich meine, ja. Einfach mal mit. Teddybär. Ja, ich nehme alle Teddys mit, die ich finde. Ja, die Dinger müssen auch für irgendwas gut sein, wahrscheinlich. Es wird dann nicht immer so angemerkt, dass ich eine aufgenommen habe. Ich kann ja auch, glaube ich, kaufen, ne? Also, was bringt mir das? Hey, warte mal hier. Na? Na? Backstreet Apparel. War schon wieder Raider? What? Boah, der Schaden, ey. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, das war schon, wie ich das Ding da erkundet habe, ne? Super. Okay, nachdem ich ausgegangen bin, nehme ich an. Also, wo bin ich denn jetzt lang gegangen letztes Mal? Irgendwo den Tunnel entdeckt. Ja. Super. So war dem einen Ding nicht so viel. Weil ich dann direkt schon wieder Raider begegne, ne? Voll. Alles voll mit Raider. Hallöchen. Na? Hallöchen. Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast, dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Ja. Ich habe ein paar Minuten, Omega. Sehr gut. Ich habe allerdings noch nichts zum Verkaufen, ne? Du kannst meine Raider-Sachen haben, obwohl nicht die. Die kannst du haben. Das war's. Ja, komm. Oh, du hast gar nicht. Okay. Was hast du denn? Na komm, kaufen wir mal. Papatron. Was hast du denn nix? So, ein gutes Versteck hier. Wenn ich hier einfach so vorbeilaufe, ohne dass jemand merkt, ne? Ja, noch schneller rein. Was? Alter!
Hilf mir! Oh Gott, da ist ein Auto jetzt gleich am explodieren. Komm, wir schauen uns das mal an. Sehr gut. Muss der letzte. Ja, die mich gerade erledigt haben. Ich bin sehr nachtragend. Ja, wo bist du? Versteckt sich ja von hinter dem Ding. Wo ist der kleine Wichser hin? Sprache. Da sind noch mehr, ehrlich? Kommen die alle her? Ich bin voll rot im Ziel, ne? Oh. Da sind ein paar Leute hier entgegengekommen. War es das oder will noch jemand auf Fresse? Noch ein Kampfgewehr. Na, holen wir uns mal die 1-2 Stimpacks hier noch ab. Hier waren Vorkriegsgeld, glaube ich. Und den Teddybär, ganz wichtig. Also war ich, glaube ich, schon mal fertig für diesen Part. So, Bilder haben. Bleistift. So, dann gehen wir mal hier pennen und beenden den Part hier, ne? Ja. Ich eigentlich noch irgendwas hier schaffe. Gut. Würde ich sagen, war wieder ein actionreicher Part heute mit ganz vielen Raiders. Und oh, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir haben weiter ein bisschen Side-Tracking machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.